Wollen Sie hier rein? Nee. Nein. Wir wissen ja gar nicht, was es da drin gibt. Nee, da gibt es jetzt nichts. Genau, deswegen gehen wir jetzt schnell wieder. Schönen Tag noch. Ja. So, Peace out, Vorhaut. Oh ja. Nee, wir messen nichts, wir machen nur ein Video für YouTube, für Pokémon. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. It is cold, es schneit gerade ein bisschen. Hier liegt auch so Zeug rum noch. Ja, es liegt nicht wirklich, es ist eigentlich nur Eis. Da ist Shenaya, ne? Die hat jetzt extra wieder ihre Pikachu-Mütze aufgesetzt. Ja, genau. Zumindest, wenn man den Leuten glauben mag, die immer dann Pikachu rufen, wenn die die sehen, egal wo die dann ist. Die sagen nämlich immer Pikachu, obwohl es gar kein Pikachu ist. 10 Uhr war wieder Raid-Boss-Wechsel, das heißt, Zekrom ist weg und Regieis ist da. Da freue ich mich ja besonders, denn Regi-Stil, Regi-Rock habe ich ja als 100%ige und ich brauche noch ein 100er Regieis. Werde aber wohl nur in der Raid-Stunde viele Raids machen. Ansonsten, weil die XL dann auch voll sind, es mir durch einen Glückstausch holen. Wir stehen jetzt hier an der Arena. Die ist gelb, da hat sich die Shenaya reingesetzt, das heißt Brunnen in Walraps. So, normalerweise war hier hinten bei diesem hinteren Haus, ganz da hinten, da ist daneben ein Brunnen und da kann man von unten, konnte man immer ranfahren zum Brunnen und das war die Arena. Weil das aber die Leute bei dem Haus belästigt hat, haben die den Stopp einfach verschoben durch 50 Gärten hin bis hier auf diese Straße mitten an diesem Weg. Jetzt steht hier Brunnen in Walraps, obwohl hier gar kein Brunnen ist. Es ist auch komisch, sich hier herzustellen, aber wir müssen trotzdem hier jetzt den Community Raid machen, weil das war der erste Raid vom neuen Fünfer, der aufgeht. Im Community-Tab haben wir auch wieder eine Übersicht gepostet über die Konda. Das Ding ist natürlich vom Typ Eis, hat also Schwächen Stahl, Feuer, Kampf und Gestein. Und als Top-Konda zeigt es euch hier Terrakium mit Doppelkick und Sangdo-Klinge. Da kommt ein Auto, da haue ich schnell ab. Nicht, dass der denkt, ich filme ihn. Also Terrakium, Kampf mit Sangdo-Klinge, richtig genial. Rishiram, Feuerzahn, Kreuzflamme, richtig genial. Metacross, Patronenhieb, Sternhieb. Richtig genial. Ansonsten hier, was ist, wie heißt das? Kaleo, ne? Ja, Kaleo. Kalea, genau. Heißt halt Kalea, Fußkick, Sangdo-Klinge, aber das hat bestimmt keiner gepusht. Da habt ihr nur eins, das würde ich eigentlich gar nicht nehmen, aber ihr seht, das hat Verwendungsmöglichkeiten. Meistergriff, Ho-Oh, oder wenn ihr auf Mega und Kryptos geht, habt ihr hier noch Mega Logok als Feuer, Mega Glurak, Krypto, Metagross, Krypto Lavados, Krypto Ho-Oh, Krypto Maromai. Was ihr nehmt, seht ihr dann. Ich werde wahrscheinlich einfach das vorgeschlagene Team nehmen. Was würdest du nehmen eher? Kampf, Stahl, Feuer, ja, Feuer, Stein, Schere, Stein, Papier. Gut. Aus Feuer und Stahl. Eine Mischung. Sie macht sich schon wieder eine Mische. Genau. 17,84 ist der 100er Wert. Und wen laden wir ein? Wir haben nämlich hier den Community-Tab auch geschrieben, wer da mitmacht. Leider muss ich sagen, diesmal gab es viele schwarze Schafe, denn da steht ja immer Trainercode und Trainername, denn ihr könnt ja gar nicht wissen, mit welchem Account ich euch einlade. Manche ruhen sich darauf aus, ich bin mit dem Samyang befreundet. Wenn der Samyang aber schon 5 zum Einladen hat und ich mit Ramses einladen muss und ihr darauf nicht befreundet seid, ihr euren Trainercode aber auch nicht angebt, dann kann ich euch ja nicht adden. Andersrum, ihr seid bei Ramses, denkt, ach, ich bin mit Ramses befreundet, ich schreibe nur meinen Namen, dann hat der vielleicht schon 5, der 6. muss auf Samyang, da seid ihr nicht drauf, also pff. Ich habe jetzt einfach geguckt, hier steht als erstes der Pizza und Mango Nummer 5. Dann ist hier Ichthodomo, Henry Niki, Trainer Sir Ups. Dann haben wir Bowling Ball, Excavador, Andy Project, Monolog und Hikaru. Wir lassen es einfach mal so durchgehen, aber beim nächsten Mal werde ich wirklich darauf achten, dass die Leute, die ihren Trainercode nicht mit angeben, nicht eingeladen werden. Fertig! Und wenn ihr nicht wollt, dass euer Trainercode im Internet steht, damit euch irgendwelche Leute adden, ihr müsst sie ja nicht annehmen. Wenn ihr das gar nicht wollt, dann macht halt nicht mit, überlasst das dann den Leuten oben drüber, die sich eintragen mit Name, mit Trainercode, wo auch neue Leute dabei sind, die gerne die Chance gehabt hätten, da dabei zu sein und mitzumachen. Diesmal lassen wir es durchgehen, aber mein Co-Worker, Sekretationsassistentinnen, hat gesagt, diesmal Ansage machen und beim nächsten Mal nicht mehr. Muss ich so machen? Management greift durch. So, jetzt warten, bis das Ding aufgeht und dann Regi Eis reden. Vielleicht ist ja ein Shiny dabei. Viel Spaß, Jenna! Danke, Pikachu! Jo. So,
So, wie ihr seht, sehen wir schon wieder aus wie bei irgendeinem krassen Musikvideo aus den 90er Jahren. Ne? Hier die Beastie Boys. Ja, wir müssen jetzt aber trotzdem noch eine Minute warten, bis das Ding aufgeht. Nach 40 Sekunden. An der gelben Arena. Und oh mein Gott, da sitzt ein Formeo. Wo ist denn das? Ein Formeo? Ein Schneeformeo, was shiny sein kann. Aber jetzt muss ich mich trotzdem ein Stück wieder so genau. Ich habe schon 2 Grad davon gefangen. Ein Schneeformeo, was shiny sein kann. Habt ihr schon shiny Schneeformeo? Formeo. Weil wir haben ja das normale als shiny. Es gibt das Regentropfen-Formeo als shiny. Es gibt das Sonnen-Formeo als shiny. Das heißt, das Winter-Formeo fehlt noch als shiny. Da muss ich mal gucken. Das ist super, dass es endlich mal schneit in Pokémon Go. Ach, gibt es das auch schon in Schein? Das wurde zusammen mit der Sonne eingeführt letztens. Als die Jahreszeit, begonnen hat, haben die einfach die restlichen 2 freigemacht. So, ich drücke mal hier private Gruppe. Haben Grün, Katz, Fett. Müssen jetzt einladen. Haben hier drüben Monolog, Excavador, Andy, Hikaru, Trainer Sir Ups und auf dem haben wir Henry, Bowling, Ichtudomo, Mango, Bizza. 5 sind 10, 10 plus 2 sind 12, plus Shenaya sind 13. Du hast nur 1, ja? Ich hab nur 1. Bei 13 wären alle drin, vielleicht schmuggeln sich noch welche rein, wenn wir es dann auch öffentlich machen. Ich warte noch kurz ab. Es sind ja immer mal ein paar in der Nähe hier, die hier wohnen vielleicht, dann mitmachen. Jetzt sind wir bei 11. Ich würde es bei 70 mache ich es öffentlich. Ja. So, da ist noch genügend Zeit. Ich glaube nicht, dass so schnell jemand das schaltet und per Fanraid reingeht und den anderen irgendwie einen Platz wegnimmt. So, bei mir hat es jetzt hier Glurak und 5 Meter groß. Auf dem anderen hat es Meter groß, Glurak und nochmal 4 Meter groß. Bei mir sitzt es also auf Stahl und auf Feuer. Was geht bei dir? Ich hab Feuer und so eine Mischung, wie gesagt, aus. Regiram, Mega Glurak. Regiram, Metagross, Terrakium. Bunte Mischung. Hast du das zusammengesetzt oder ist das vorgeschlagen einfach? Nö, ich hab's zusammengesetzt. Ach, du hast das selber, ja, siehst du. Empfohlen sehe es so aus. Empfohlen? Also, sogar das Gleiche. Empfohlen sieht so aus, nur die Reihenfolge ist anders. Da ist auch das Mega mit drin und das Terrakium und das, okay. Die ganzen Regirams und. Das ist so witzig. Noch mehr. Hätte also ich mir keine Mühe machen können, einfach. Wir sind bei 14, wir haben also einen Schleicherhammer. Ja. Blood and Tears. Pfirsichschatzi ist aber auch drin. Komisch, dann fehlt aber einer. Dann müssten wir eigentlich 2 Schleicher haben. Gips ist auch drin. Dann müssten wir 3 Schleicher. Okay. Das heißt, dann fehlen theoretisch 2 eingeladene Leute. Ja. Oder wie? Ja. Muss ich gleich mal nachprüfen, wenn wir fertig sind. Ich kann ja die nochmal eingeben und sehen, wo eine Interaktion stand und wo nicht. Wer einen blauen Kreis hat, kann man vielleicht nachprüfen. Außer die haben heute schon ein Geschenk aufgemacht. Dann sieht man natürlich nichts. So, stell dich mal kurz dahin, dass man dich mal sieht. Pikachu! Oh mein Gott! Nix Pikachu! Am besten man blende den Bildschirm komplett aus vom Spiel, damit man einfach nur halt sieht, dass hier Leute stehen. So, jetzt schiebe ich dich wieder weg. Weil das sonst auch komisch ist. Wir müssen hier auf. Man muss halt immer vorausplanen. Wir haben euch jetzt hier an irgendeine Dachrohr dran gekleistert. Das können wir euch ja gleich mal zeigen, wenn wir im Fangbildschirm sind. Und du musst ja immer schon neben dir Platz lassen, weil du weißt, dass dann irgendwie da das Bild eingeblendet wird. Vom Handy. Der ist aber langsam gefahren. Der hätte uns gleich eingesackt und mitgenommen. So, 17,84 ist das 100er. Das wäre es, wenn es jetzt hier kommen würde. Ach, es ist Wetterboost. 21,73, ja, das ist Wetterbrust. Was ist Wetterboost 100er? Wer weiß es? Hier drücke ich mal durch. Hier drüben lese ich euch trotzdem vor. Und zwar Megameister, Excavador, Jenna, Kampfstark, Trainer Sir Ups, Reisender, Bowling Ball, Stylish, Ichtudomo, letzter Angriff. Hast du einen Shiny? Nee, kein Shiny. Wie viel hat deins? 21,73. Ach, verkackt.
Der Samyang-Account hat 22.13 und damit das höchste. Der Ramses hat auch 21.78. Das stecken wir mal ein. Das stelle ich mal hier runter. Hier probiere ich mal auf den AR-Modus zu kommen. Ich darf nur nicht. Die Aufnahme beenden. So. Ihr steht hier oben an dieser. Am Haus, an der Regenrinne, seid ihr dran mit der Kamera. Ne? Ich habe mich nicht getraut, es ans Tor zu machen. Das wäre ein aggressiver Hausfriedensbruch. Jetzt versuchen wir noch schnell zu fangen. Der dürfte sich eigentlich gut fangen lassen. Der ist ja groß, fett, träge, hat einen riesen Kreis, bewegt sich nicht viel. Einfach auf den Angriff warten, dann immer in den Kreis werfen. Dürfte eine sichere Sache sein. Ist auch im ersten Ball drin, der trifft. Sehr schön. Bewerten wir noch kurz, wie das hier ausschaut. 12, 13, 13. Also wird es meins auch nicht besser sein. So, wollte ich noch was zeigen? Eigentlich nicht, aber ich wollte, ach so, doch, ich wollte nachgucken. Bei den 5 Eingeladenen, wie es aussieht. Hier haben alle einen Kreis. Ich gucke mal auf dem anderen kurz, dafür fliehe ich bei dem anderen mal schnell. Ich fliehe. Was ist, wenn es das 100er ist? Ich gebe die ein. Nützt mir auf dem ja trotzdem nichts. Egal. Der Kleine, der braucht nichts, der flieht einfach. Mann, sind die Hände so kalt. Ja, Hikaru hat keinen blauen Kreis. Hikaru war also nicht drin und hat gefehlt, das wissen wir jetzt schon mal. Bei ihm ist angeblich nichts angekommen. Weil nichts angekommen ist. Ja, dann liegt es wenigstens nicht daran, dass ein anderer den Platz weggenommen hat, sondern es ist wieder mal Niantic gewesen, die einfach die Einladungen verschlingt. So, Kaudamon erhöht. Excavator ist jetzt auch hier aufgelevelt. Würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Monolog. Bis dahin, was? Monolog ist auch rausgegangen, sonst wärt ihr aufgestiegen. Wir? Hallo. Hallo. Wollen Sie hier reinnehmen? Nein. Das, wir wissen ja gar nicht, was es da drin gibt. Nee, da gibt es jetzt nichts. Genau, deswegen gehen wir jetzt schnell wieder. Schönen Tag noch. Ja. So, Peace out, Vorhaut. Oh ja. Nee, wir messen nichts, wir machen nur ein Video für YouTube, für Pokémon. Also hier ist eine Arena, da ist was aufgetaucht, da spielt man zusammen hier und deswegen. Ach so. Haben auch nichts kaputt gemacht, ach ist alles, nee. Alles normal. Ist ja in Ordnung. Gut. Aber schick sehen Sie ja, das mit Hörner. Ja, danke. Ist auch ein Pokémon, das genau. Gibt es im Spiel, das ist ein Evoli. Aha. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Tschüss. Tschüss.